Speyrerinnen und Speyrer. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Konzert ohne Publikum aus der Stadthalle Speyer. Ich begrüße Sie auch im Namen von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die ebenfalls hinter Speyer Kultur Support steht und dieses Projekt mit unterstützt. Sie dürfen derzeit nicht zu uns in die Stadthalle kommen, aber wir kommen zu Ihnen. Über die Technik und die Kameras, die hier über der Bühne aufgebaut sind. Und das wollen wir auch in den kommenden Sonntagen und in weiteren Konzerten tun. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir mit unserer Kampagne Speyer Kultur Support die Kulturszene in Speyer unterstützen können. Denn niemand kann im Moment auftreten. Die Kulturschaffenden können kein Geld verdienen. Und manchen Künstlerinnen und Künstlern, manchen Musikerinnen und Musikern geht es deshalb nicht so gut. Wir wollen hier unterstützen und deshalb veranstalten wir dieses Konzert ohne Publikum. Es gibt keine Zuschauer hier, außer einigen Technikern und Organisatoren und insofern werden Sie auch keinen Applaus hören. Aber Sie können auf eine ganz andere Art Applaus spenden, nämlich über die Internetseite www.speyer.de Kultursupport oder auch über unsere Facebook-Seite Speyer Kultur. Sie können nämlich Unterstützertickets kaufen, die wiederum der Speyerer Kulturszene zugutekommen. Sie können also durchaus laut und deutlich applaudieren. Sie können spenden in verschiedenen Kategorien für 25, 50 oder 100 Euro, je nachdem, was Ihr Geldbeutel hergibt und was Ihnen dieses Konzert wert ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie davon regen Gebrauch machen würden. Dass dieser Livestream heute möglich wurde, verdanken wir vielen Unterstützern von Speyer Kultur Support. In erster Linie natürlich den beiden Künstlern, Christine und Stefan Rahn. Der Landesmedienanstalt des Landes Rheinland-Pfalz, die heute das Kamerateam für den Livestream unter Leitung von Ludwig Asal stellt. Dem offenen Kanal Speyer, der sich bereit erklärt hat, die Konzerte an den folgenden Sonntagen zu senden. Der Haustechnik der Stadthalle mit Hermann Munz und natürlich meinem Fachbereich Kultur, Tourismus, Bildung und Sport unter der Leitung von Matthias Nowak, der diese Kampagne ins Leben gerufen hat und maßgeblich mitbestreitet. Jetzt aber zu unseren beiden Künstlern Christine und Stefan Rahn. Das in Speyer beheimatete Klavierduo hat von Anfang an schnell Aufmerksamkeit erregt und feiert seit mittlerweile 5 Jahren große Erfolge. Die 4 Konzerte der Kontrapunkte, die im historischen Rathaus geplant waren, mussten in diesem Jahr wegen der Corona-Krise leider abgesagt werden. Die gute Nachricht ist, alle Musikerinnen und Musiker der beliebten Reihe haben zugesagt, 2021 ihre Konzerte nachzuholen. Um einen kleinen Ausgleich für diese Ausfälle zu schaffen, haben wir Christine und Stefan Rahn gebeten, heute Abend für uns zu spielen. Und darauf freuen wir uns jetzt alle. Ich wünsche Ihnen eine anregende und inspirierende Stunde mit Christine und Stefan Rahn. Vielen Dank und viel Freude. Thank you.
guten Abend. Ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich, auch im Namen meiner Frau, begrüßen. Wir freuen uns, dass wir heute Abend auf diesem Weg für Sie spielen können. Wir haben begonnen mit Robert Schumanns Bilder aus Osten. In diesem Stück kommt Robert Schumanns Faszination für den Orient zum Ausdruck. Die Faszination hat er gewonnen durch die Lektüre mittelalterlicher arabischer Prosa, die er in Übersetzung von Friedrich Rückert gelesen hat. Wie Sie sicherlich gemerkt haben, hat es aber nicht dazu geführt, dass Schumanns Musik besonders orientalisch geworden ist. Was man aber feststellen kann, ist, dass das dichte, polyphone Geflecht der arabischen Sprache sich auch in der Musik von Robert Schumann widerspiegelt. In enger Beziehung zu Robert Schumann stand der Komponist Johannes Brahms, der von Robert Schumann sehr gefördert wurde. Die Variationen über ein Thema von Robert Schumann, die wir von Johannes Brahms jetzt für Sie spielen werden, sind die erste Komposition Johann Brahms für Klavier zu vier Händen. Brahms greift in diesem Stück sozusagen auf Schumanns letzten musikalischen Gedanken zurück. Das sogenannte Engelthema, das Schumann in seinem Violinkonzert verwendet hat und damit kurz vor seinem ersten Selbstmordversuch komponiert hat. Sie werden erleben, dass Johannes Brahms das Thema relativ schnell verlässt. Dennoch ist ständig zu spüren, dass der Geist des Themas weiterhin präsent ist. Die letzte Variation ist ein Trauermarsch. Und es stimmt sicherlich auch Sie sehr tröstlich, wenn am Ende dieses Trauermarsches noch einmal das Engelthema über dem Trauermarsch hinweg ertönt. Wir lassen Brahms Variationen direkt münden in unsere Zugabe, die da sein wird: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, der Eröffnungssatz der berühmten Kantate von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung für Klavier zu vier Händen. Viel Vergnügen.
Thank you.
Musik.